Und damit hallo und willkommen zurück zu Let's Play for Speed to Run mit dem nächsten Teil der fünften Etappe. Los geht's! Gipfel, Independence Pass. Straße ist gesperrt. Endet hier so Run? Mitten in der Kälte? Blessing, keep out. Ihr werdet gleich genau wissen, was ich meine. Was das. Nicht das, aber. So, einen Gegner haben wir. Fahrt in den Berg hinab. Den müssen wir packen. Ihr wisst gleich, was ich meine. Achtet gleich ein bisschen um die Umgebung. Der Audi. Den will ich mir noch holen, den Typen. Boah, Alter. War viel zu schnell. Aber es geht. So gekriegt. Genau da. Sie schießen hier mit Leuchtkugeln oder sonst irgendwas in die Berge rein. Lösen so quasi so absichtlich die Lawinen aus. Damit sie sich nicht von alleine lösen. Deswegen war die Straße noch gesperrt, aber wir sind natürlich so toll, so cool und denken, ah, scheiß Schilder. Das sieht mich so ein Scheiß. Da fahren wir trotzdem durch. Ob das in dem Plan vom, natürlich vom Spanischer da, so geplant war? Wow, 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 Alter. Ab in den Tunnel! Aua. Das ist ja Audi. Hauptsache weg, egal. Oh, da kommt noch ein bisschen was mit, was nicht da mitnehmen. Deinig. Oh, da kommt der Audi wieder angeflogen. War mal 2 Sekunden weg. Aber den sollen wir ruhig nehmen. Ich komme, ich kann den versuchen wegzudrücken. Ich sehe aber nichts, das ist das Problem an der Sache. Klatsch. Ich glaube, den hat's. Naja, hat's nicht. Nicht das, was ich das erwartet hatte. Gerade. Das ist jetzt auch lustig. Light off. Den haben wir noch. Mehr so viel sein. Oh, er hat sie doch 4,5 Kilometer. Ich glaube, den schlimmsten Teil haben wir jetzt über. Ich sag nichts. Ich sag nichts mehr. Oh, oh. Oh, hier kommt er auch durch, das fehlt mir nicht. Der sollte ja. Hat das irgendwer mit kalkuliert, dass der Steine mit runterkommt? Ich seh nichts. Aua! Hilfe! Oh, er scheint. Ihn scheint es, glaube ich, da reingehauen zu haben. Ihn hat es, glaube ich, erwischt. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch in den Tunnel rein. Und dann ins Ziel. Und dann passt das auch. Oh Gott sei Dank. Aber den Audi scheint es wohl in die Steine zu gehauen zu haben. Der hat auf einmal rapide Zeit verloren. Gut, Schneeflug. Hammer. Gut.
als. Gut, wir machen weiter. Du hast Summit am Ende von 1735, sehr gut. So. Etappe 5? Jetzt schon beendet? What the fuck? Das war eigentlich die längste Etappe, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Warum nicht? Ja gut, das Display dauert eh nicht so lange, wie gesagt. Wir sind irgendwo bei Folge 10. Na ja, Quatsch. Doch, wir nehmen Kompass, wir haben mit der Folge. Nee, Folge 8 ist es. Starten wir schon die nächste Etappe? Wir starten schon die nächste Etappe. Etappe Nummer 6. Wir sind 85. Beendet Summit haben wir fertig. Jetzt ist die nächste Location Richtung Denver runter. Commerce City. Ja. Oh, Commerce ist ja eher Richtung Industrie. Herz. Eine etwas kürzere Etappe jetzt haben wir. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4 Etappen. Bis New York. Also sind etwas mehr als die Hälfte mittlerweile. 6 Positionen gut machen wir mal jetzt gerade. Das ist zumindest das nächste Ziel. Aber das sieht schon so Richtung Industrieviertel aus. Okay. Autowechsel, Fragezeichen, weil dann müssen wir von das Bücher getankt werden. Ja. Obwohl ich den BMW habe ich in den verschneiten Gebieten sehr gerne gemocht, aber ich mache den Wagen mal wechseln hier wieder. Was haben wir denn noch nie gefahren? Lambo? Lambo haben wir noch nicht gefahren, ne? Dieser Farbe habe ich irgendwie Bock drauf. Ich habe vergessen. Aeropack, weil die sieht nice aus sein. Leider dauert das immer ein bisschen lange. Let's go. Sollte eigentlich. Okay, die Farbproduktion war eigentlich unfreiwillig gewählt. Aber egal. Hauen wir mal ein anderes Auto. Wenn ihr mal meinen Account gesehen habt, dann wisst ihr, warum ich diese schwarz-gelben nicht so bevorzuge, aber egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Fußball-Rivalitäten zu brechen, sondern einfach nur um Auto zu fahren. Arsch. Von der Dings überholt. Aua! Arschpenner! Du Wichser, Junge! Junge! Der braucht immer noch ewig, um zu laden. Na komm her. Ich hab keine Chance. Ah. Das Auto da von der Seite nicht gekommen wäre. Wäre es eher. Dann hätte es geklappt mit der Kurve. Thema vorbei jetzt gerade. Noch 4,9 Kilometer. Ah, perfekt. Mittelspur, Rennfahrerspur. Hier kannst du ein bisschen. Weiß nicht, welche Spur vorbei ist. Ja, ist halt schon vorbei, schade. Das ist nicht wahr! Ja, das Spiel schön rübergezogen in dem Moment. So, wir brauchen erstmal noch 5 Stunden, bis wir fertig gehabt mit dem Laden. Aber ich los. Das ist ja die Thema. So weg.
Brauchen wir noch zwei Autos und wir sind da vorne. Da müssen wir jetzt erstmal ran, aber das Problem, der Verkehr ist mörderisch. Hey, Leute. Na, ich mach wieder 10 Stunden Reset, liebe Arschloch, hehe. Einem Penner. Den Typen, wo ich traue mich heute Nacht, verdammt schlecht. Von 6. Die sind da nämlich jetzt irgendwo reingerutscht. Schöner Lambo-Lift. Alle Porsche Cayenne. Ich hoffe, du hörst nicht den Gangster an. Nein, wahrscheinlich nicht. Irgendwas klebt mir hinten schön auf der Stoßstange. Dann weiß gerade hier Schichtende oder was ist los, ja? Der muss auch erstmal hier durch. Das ist ja abartig gerade der Verkehr, ne? Rübergegangen bist. So, wir haben 1 Kilometer vor uns. Kilometer. Und es ist es. Ja, haben wir ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt, aber beendet ist beendet. Und 70 ist da mittlerweile schon. Direkt weiter. Wie gesagt, lang wird das Let's Play nicht werden. Ich ziehe es jetzt mit Absicht nur halt in die Länge. Ich will das. Komm, nächste Woche nicht zum Highway 20. Das haben wir über 211 Kilometer. Wir sind mittlerweile. Jetzt wieder auf dem Highway. Jetzt fahren wir gegen den Ford GT. Und wir müssen Kampf durch die Prärie. Heißt ja, das ist der nächste Abschnitt. Auch wenn ich mir jetzt irgendwo sauber überholt habe, ist mir das aber schon versichert. Es ist wieder das gleiche, wie wir zum Beispiel im Canyon hatten. Wir müssen jetzt erstmal. Jetzt gucken, dass wir die Zeit noch so oben runtergelaufen bekommen. Ich glaube, wir sind noch 20 Sekunden jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Es ist immer schwierig, Zeit zu erkennen. Ah, scheiße, Mann. Zerstört. Verloren. Versagt. Verkackt. Ja. Alles gut, ich kriege mich nicht auf. Alles gut. Wir müssen es eh nochmal machen. So, jetzt haben wir den schön mal eingeholt, aber wie gesagt, der dauert eh nicht mehr lange, dann ist der eh wieder dran. Ah, die Mucke, die passt. Die Mucke, die passt gerade schön dazu. Gut, wir rasen mit dem Lambo 250 über die Landstraße. Was? Was? Oh, ab von mir. Na, der geht hier schnell. Und ich benutze nicht mal Nitro.
würde nie Nitro benutzen. Ich bin wieder angeflogen, ne? Aber jetzt mehr. Nein, liebe Tankstelle brauche ich nicht. Diesmal nehme ich mich weiter mit dem Lambo. Der nächste heißt. Ist da vorne schon der schwarze oder dunkelblaue oder was auch immer das ist? Das scheint etwas langsameres zu sein. Ist ein. Erzähl es. Aua, den LKW, den konnte ich nicht mehr ausweichen. Da wollte ich innen durchgehen noch. Aber der fährt ohne Probleme weiter, anstatt sich um mich zu kümmern. Du Penner, Junge, unterlass eine Hilfeleistung. Was geht ab bei dir, ja? Ja, genau. Packst du da auch noch was hin, liebes Spiel? Ich würde aber auch gerne dieses Ding mal holen. Auch wenn ich jetzt unsauber geholt habe, wieder. Egal, ist es mittlerweile schon. Ja, den hat sie mich auch in das Auto reingehauen. Der Wagen ist nämlich jetzt mal bei ihm abgebogen. Beim Gegner. Ich sehe das immer nur, dass wenn ich das mache, wenn das bei mir passiert. Dass da irgendwo ein LKW oder so rauskommt. Den haben wir auch schon ein bisschen fett gekriegt. Cool. Ah, das war eine Abkürzung, die ich zufällig hier getroffen habe. Der scheint ein bisschen schneller zu sein. Wenn du 15 Sekunden. Jetzt muss ich gucken, dass ich wieder den hier hole. Mir. Du Sack, Junge. Gut, ich hätte es genauso getan. Jetzt ist er weg. Nicht mehr. Damit hat er mich, mit dem Manöver hat er mich weggehauen. Krass. Mit dem Manöver hat er mich dann schön weggehauen. Die Zeit konnte ich nicht mehr gut machen. Es ist erst durch, wenn es durch ist. Die hat immer noch nicht seine Röhrchen parat. Und damit haben wir es auch geschafft. Vier Resets haben wir gebraucht. Na gut. Aber egal. Wir haben es geholt. So, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob ich schon die Folge beendet habe. Oder... Na, ernsthaft jetzt nicht. Wir haben 5 Minuten gebraucht. Wir haben 5 Minuten gebraucht für die Zeit. Also gehe ich davon aus, dass wir die Folge noch nicht beendet haben. Und wenn wir es jetzt machen, dann beendet es ja jetzt. Dann ist es halt einfach schlichtweg so. Dann sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Need for Speed Zero Run. Und dann, ja. Bis dahin. Ciao.